Tag zu einem neuen Video. Ja, wie ihr vielleicht oben schon gelesen habt, heute soll es ein kleines Fazit-Video geben. Und zwar zu mehreren Videos, die ich bisher gedreht habe. Ich hatte ja zum einen das Video über unsere Wickelecke. Ich hatte das Video über die Erstausstattung und ich hatte das Nicht-Stillen-Video. Genau, und da habe ich euch immer Produkte gezeigt. Und ja, zu den Produkten würde ich heute einfach mal ein kleines Fazit-Video machen, wie sie sich bisher bewährt haben, was ich davon halte und ja. Und da es einige sind, fangen wir auch gleich an. Ansonsten dauert das alles zu lang. Okay, ich fange an mit dem Produkt aus dem Video von der Erstausstattung. Da hatte ich ganz zuerst euch die Marsupi-Trage gezeigt. Das ist dieses gute Stück hier, das ist gerade ein bisschen... Na, so. Genau, so, Marsupi. Genau, die wollte ich ja unbedingt haben, fand die auch ganz, ganz toll und so. Und habe aber in dem Erstausstattungsvideo schon gesagt, ich glaube, ich wäre keine Mama, die den ganzen Tag ihr Kind durch die Wohnung schleppt. Und genau das bin ich auch nicht. Also, ich finde die Trage toll. Also, er sitzt da toll drin. Es ist für mich angenehm, ihn zu tragen. Aber wir machen es nicht so häufig. Also, im Moment bin ich da ein bisschen unschlüssig, ob sich das viele Geld, ich glaube irgendwie 70, 80 Euro oder so hat die gekostet, da tatsächlich gelohnt hat. Weil umso größer er wird, umso weniger trägt man ihn dann, glaube ich auch, weil er einfach dann auch zu schwer wird. Und im Moment, ich finde es halt sehr umständlich, den Haushalt mit ihm vorn dran zu machen. Also ich hatte es ein paar Mal gemacht, wo er halt am Anfang so die Bauchschmerzen hatte und da hat er sich dann wirklich nur an mir beruhigt und da ging das. Aber ja... Also bisher bei uns noch nicht so ganz zum Einsatz gekommen, aber von der Funktionalität muss ich trotzdem sagen, gefällt es mir sehr gut. Er sitzt da toll drin, ich habe ein gutes Gefühl, also alles supi. Genau. So, dann kommen wir schon zu unserem Babyphone. Und zwar haben wir das Nook Eco Control Plus. Das sieht so aus, das ist die Kamera und das ist die Elterneinheit sozusagen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also ich liebe dieses Teil. Von der Reichweite ist es perfekt, also reicht absolut zu für uns. Hat auch eine sehr große Reichweite, also wir können wirklich auf den Hof gehen und trotzdem ist das Signal noch stark genug. Ich finde das mit der Temperaturanzeige super, gerade für das jetzt an den warmen Tagen, habe ich mich da gerne mal ein bisschen orientiert. Dann das Bild ist gestochen scharf, Tag wie Nacht. Genau, also der Klang ist auch gut und ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass wir uns für eins mit Bildschirm entschieden haben, weil gerade wenn ich auch mal eine Etage tiefer die Wäsche machen bin und er mal kurz Nähe macht, gucke ich halt erstmal auf den Bildschirm und renne nicht gleich hoch. Und oftmals ist es tatsächlich, dass er einfach nur im Schlaf einfach irgendein Geräusch macht. Also da absolutes Plus von mir und definitiv bei uns nicht mehr wegzudenken. Top Produkt. So, dann geht's weiter, die Babywanne. Die hatte ich euch auch gezeigt. Und da hatte ich ja schon gesagt, also erstmal, wir haben die IKEA-Babybadewanne, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt, die auch hier unten diese Anti-Rutsch-Füße sozusagen hat. Ich hatte ja damals schon gesagt, ja, ich würde auch einen Wäschekorb packen oder wenn wir ein größeres Waschbecken hätten, im Waschbecken oder so. Und ja, also... Es ist halt eine Babybadewanne. Wir nutzen sie, weil wir sie haben, aber es würde auch was anderes gehen. Also das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Was ich sagen muss, ich finde die schon fast etwas klein. Also man muss ihn wirklich schon sehr weit hier hinten reinsetzen, damit er vorne nicht mit den Füßen so anstößt und wirklich auch die Beine mal ausstrecken kann und die im Wasser sind. Das muss ich sagen, aber gut. Was ein bisschen umständlich ist bei der, die hat jetzt halt keinen Ablauf irgendwie. Das heißt, man muss sie dann auch immer auskippen und so. Und wir haben das ganz gut geregelt. Wir baden ihn dann meistens zusammen und mein Mann holt dann im Bad das Wasser und trägt die mir dann rüber sozusagen. Dann muss ich das Ding mit dem Wasser nicht von A nach B schleppen. Genau. Aber sie tut halt, was sie soll, nicht? Genau, als nächstes unsere Babyschale für das Auto. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, weil ich sie gerade nicht hier habe. Ich hatte ja damals schon gesagt, wir haben uns für den Hazel von ABC Design entschieden. Zum einen, ja, rein optisch, weil wir den passenden Kinderwagen dazu haben. Und
Zum Zweiten einfach, weil meine Schwester zum Beispiel gute Erfahrungen damit gemacht hatte und ich auch sehr viel Positives darüber gelesen hatte. Sicherlich, man kann für so eine Babyschale um einiges mehr Geld ausgeben. Also ich weiß, dass es Modelle von, egal ob Maxi-Cosi oder Cybex oder wie das alles heißt, kann man locker auch das Doppelte ausgeben, weil unsere hat irgendwie, ich glaube, 115, 120 € eigentlich gekostet und wir haben ein bisschen günstiger, weil wir einen Gutschein hatten, bekommen. Aber ja, ich muss trotzdem sagen, ich habe bei dieser Babyschale ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also er sitzt da gut drin, gerade auch durch diesen neugeborenen Einsatz, der da drin ist und dieses Kissen noch unterm Pups. Er sitzt da gut drin, die Gurte machen einen sehr, sehr guten Eindruck, dass sie auch wirklich fest sind und die Schnalle und alles. Auch so von der ganzen Verarbeitung wirkt es stabil und also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hätte, dass mein Kind da sicher drin sitzt, hätte ich da bestimmt auch nochmal das Geld in die Hand genommen und da nochmal was anderes gekauft. Aber ich habe da absolut nichts zu meckern und wir sind tatsächlich sehr viel mit dem Kleinen unterwegs im Auto. Also da muss ich echt sagen. Im Übrigen, wir haben keine Isofix-Station, weil wir beide in unseren Autos einfach kein Isofix haben. Wir schnallen ihn mit den Gurten an und auch das, muss ich sagen, macht einen sehr, sehr sicheren Eindruck und da habe ich keine Angst, dass da irgendwie es ihm nicht gut gehen könnte drin. Genau. So, nächster Punkt, unsere Babywippe. Die ist so groß, deshalb blende ich wieder ein Bild ein. Detailliert habe ich sie euch schon in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke auch alle anderen Videos übrigens unten in der Infobox. Genau, die Wippe, muss ich ehrlich sagen, war ein absoluter Top-Kauf. Also, so die ersten Tage fand er es nicht ganz so cool. Ich denke, da war er auch noch so ganz so mini klein und hat sich ein bisschen verloren da drin gefühlt. Aber mittlerweile, er liebt diese Wippe. Er mag nicht das seitliche Schaukeln, er mag lieber vor- und rückschaukeln, aber das kann sie ja. Und ich nehme auch gern diesen oberen Aufsatz, nehme ich gern ab, nehme ihn dann mit ins Bad oder irgendwas, weil man kann dann halt ja, auch selbst wenn dieser Aufsatz nicht direkt auf der Wippe draufsteht, trotzdem diese Vibrationsfunktion anmachen. Das läuft mit Batterien. Und ja, da freut er sich, wenn da der Hintern so ein bisschen vibriert. Das findet er ganz cool und da guckt er mir dann beim Fertigmachen oder beim Duschen habe ich ihn dann halt einfach mit im Bad und gerade wenn ich allein zu Hause bin. Was ich auch dazu sagen muss, die Wippe hat bei uns einen Namen bekommen. Und zwar der Kackstuhl. Einfach aus dem Grund, mein Kind kackt da drin gut. Also, das ist ja nun ein ganz großes Thema bei uns immer wieder. Habt ihr wahrscheinlich in den Videos oder die, die mir über Insta folgen, auch bei Instagram schon mitbekommen. Wir haben ja immer wieder so ein bisschen das Problem gehabt, dass unser Kind von alleine kacken. Ne? Bisschen schwierig. Da hat er so seine Probleme damit. Und was wir jetzt aber festgestellt haben, wir setzen ihn in die Wippe und eine halbe Stunde später ist die Windel voll. Grundsätzlich. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob es die Vibration ist und dann noch das Schaukeln, was einfach da ein bisschen den Darm anregt oder keine Ahnung, oder die Position, in der er da drin liegt. Aber auf jeden Fall, er kackt da drin. Also, Kackwippe ist definitiv ein Top-Produkt. So, dann als nächstes unser Stockestuhl. Auch davon blende ich euch jetzt hier ein Bild ein. Und ja, also ich muss sagen, ich liebe ihn immer noch, er sieht halt hübsch aus und alles, aber so oft kam er bei uns bisher noch nicht zum Einsatz. Also ich denke, das wird sicherlich auch noch mehr, wenn der Kleine dann tatsächlich dem Stühlchen sitzt, also wenn wir nicht mehr den Nierenaufsatz drauf haben, sondern den Stühlchenaufsatz dann irgendwann, da definitiv zum Essen. Aber ja, im Moment ist es tatsächlich, ich habe ihn schon, gerade wenn wir hier die Wohnung gemacht haben oder so, habe ich ihn mal reingelegt. Aber wir bevorzugen dann doch eher die Wippe irgendwie, weil die halt ihm besser gefällt irgendwie, keine Ahnung. Weil da halt noch was passiert und er braucht immer ein bisschen Action irgendwie. Ja, aber ich habe mir fest vorgenommen, den Stocker auch mehr zu nutzen. Ich glaube, es liegt doch so ein bisschen an uns, weil wir essen halt gern auf der Couch Abendbrot oder so oder Mittag. Und damit liegt er dann eher oder liegt halt mit auf der Couch oder so. Und wenn wir am Tisch essen würden, würden wir ihn sicherlich auch da mit reinsetzen. Von daher sollten wir uns das vielleicht einfach anders angewöhnen. Aber ich freue mich schon so in Richtung Weihnachten oder so. Gott, dann ist er ein halbes Jahr. Jetzt sitzt er noch in dem Newborn-Aufsatz. Ich glaube bald nicht, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Werden wir sehen. dass er dann einfach auch wirklich mit am Tisch sitzen kann. Oder allgemein mal zu feiern oder so.
Genau. Aber bisher halt leider bei uns noch nicht so großartig im Einsatz. Von daher kann ich da auch noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. So, der Korb, der Babykorb. Blende ich euch auch hier ein Bild ein. Der hängt ja mittlerweile und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir ihn nur ausgeliehen haben. Der Kleine ist zwar auch ruhig drin, aber er sieht halt dann niemanden von uns. Und gerade wenn wir auf der Couch sitzen, möchte er uns sehen. Und ja, da ist das ein bisschen schwierig in dem Korb. Und ich weiß auch, also ich weiß, dass er fest hängt. Der ist direkt im Balken, der bei uns in der Decke ist, mit so einem riesengroßen Haken festgemacht und alles. Aber irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ich lege ihn da nicht gern rein. Und zusätzlich dazu kommt einfach noch, dass wir das ja so halb bei uns in dem Glaserker mit reingehangen haben. Und da, wenn die Sonne dann so drauf prasselt, sehr, sehr heiß wird. Das haben wir irgendwie nicht so richtig bedacht. Böse Eltern. Aber ja, also nutzen wir nicht wirklich und ist für mich deswegen eher so ein Flop-Ding. Ja. So, sein Bettchen. Kommt auch wieder ein Bild. Sein Bettchen, ja, also das nutzen wir natürlich jeden Tag, jede Nacht. Er schläft auch da drin, das ist alles super und es macht auch nach wie vor einen sicheren Eindruck. Und ich mag das Bettchen auch und wir haben ja eine extra Matratze dazu gekauft. Die ist auch super, muss ich echt sagen. Ich verlinke euch alle Produkte auch unten nochmal, nicht? Also dass ich das jetzt nicht jedes Mal sagen muss, fällt mir nur gerade ein. Das Einzige, was ich an dem Bett sagen muss, ich glaube, es wird relativ schnell zu klein werden. Also ich weiß, dass ja viele auch, gerade die sich für dieses Baby-Bay-Weichelbett entschieden haben, da eher sich für die Zwillingsvariante, glaube ich, ist das entscheiden. Einfach weil das größer ist und man länger was davon hat. Kann ich jetzt nachvollziehen, weil, ja, also er passt locker da noch rein, das ist kein Thema, aber ich glaube, langfristig gesehen wird das tatsächlich relativ schnell sehr klein und wir werden relativ zeitnah ein größeres Bett brauchen einfach. Und ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt, extra so ein kleines Bett zu kaufen und dann nochmal wieder das große und hin und her. Ja, das ist halt dann doppeltes Geld einfach. Wie gesagt, das Bett tut's, was es soll, das sieht toll aus, er liegt da gut drin, auch mit der Matratze, aber ja, es ist halt leider Gottes relativ klein. Von daher so ein, so ein mittelmäßiges Produkt. Gut, das waren eigentlich schon alle Produkte aus dem Erstausstattungsvideo, die ich euch da schon gezeigt hatte und halt jetzt nochmal darauf eingehen wollte. So, kommen wir zu den Produkten aus dem Wickeltisch-Video. Vielleicht von vornherein, ihr seht ja hier hinten den Wickeltisch und die Kommode. Also wir sind mit den Möbeln an sich komplett zufrieden. Also der Wickeltisch nach wie vor ist absolut sicher, hat eine super schöne Höhe. Der Kleine liegt da gut drauf. Liegt da gut drauf, ist auch so eine Aussage, was den Wickeltisch angeht, aber gut. Nein, aber auch so von der Größe und alles. Das Einzige, ich wünsche mir mittlerweile wirklich ein Kinderzimmer herbei. So schön, wie das mit der Wickelecke hier ist. Und ich habe ja nun auch versucht, die irgendwie ein bisschen schön zu gestalten und alles. Aber es sammelt sich so viel an für so ein Kind. Also egal, ob das jetzt nur noch Kuscheltiere sind, die mein Mann von früher noch jetzt plötzlich mitgebracht hat. Ob es Geschenke sind, ob es Klamotten sind. Vorrat an Windeln, Wattepads, Wickelunterlagen oder was weiß ich. Also ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Kram sich ansammelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde froh sein, wenn wir ein Kinderzimmer haben und dieser ganze Kram da rein kann. Mir ist bewusst, natürlich, wenn der Kleine dann krabbelt oder läuft oder so, dass er natürlich auch sein Spielzeug wahrscheinlich überall verteilen wird. Aber im Moment ist das halt, selbst wenn man aufräumt, ist es immer so ein bisschen provisorisch, weil in jeder Ecke irgendwas steht noch. Also von daher, ich freue mich auf das Kinderzimmer, wo dann auch ein großer Schrank reinkommt und die Möbel ja dann auch noch. Und wo das dann alles so ein bisschen mehr seine Ordnung hat, weil ich kriege halt einfach nicht alles in diese beiden Möbelstücke rein. So ist es nun mal. Gut, ansonsten kommen wir zum Windeleimer. Kommt auch wieder Bild. auch wenn der hier direkt um die Ecke steht, aber ich blende euch ein Bild ein.
Wir haben ja den Angel Care und ich bin total begeistert. Also ich kann jedem das nur empfehlen. Ich weiß, es ist immer so ein Thema, weil ja die Nachfüllkassetten relativ teuer sind und alles. Aber gerade bei uns, wir haben jetzt nun den Wickeltisch im Wohnzimmer. Ich möchte nicht abends auf der Couch sitzen und diesen vollgekackte Windelgeruch in der Nase haben. Das hat man sowieso irgendwie, weil irgendwie geht das nicht mehr raus aus der Nase, wenn man einmal eine ordentliche Portion genommen hat. Aber ja, also ich muss echt sagen, dort kommt nichts durch. Das ist so klasse. Also, und ich finde auch, dass diese Kassetten relativ lange halten. Also wir haben im Moment die zweite Kassette drin, wo wir, ich glaube, sogar noch den ersten Sack jetzt haben. Und ich glaube, so 3 Säcke haben wir aus der ersten Kassette rausbekommen. 3, 4 Säcke irgendwie so. 3. Und ja, und jetzt 5 Wochen ist der Kleine jetzt zu Hause. Und ich denke, das ist okay. Also da 2 Kassetten oder 1,5 Kassetten, wenn man es jetzt mal so nehmen möchte. Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine Top-Anschaffung. Und ich würde es jedes Mal wieder so machen. So, die Wärmelampe. Die hängt hier oben und ich blende euch auch ein Bild ein. Das ist eine ganz simple, ohne Standfuß, sondern zum an die Wand bohren. Und ich war mir anfangs nicht sicher, weil ich so dachte, okay, ein Sommerkind, ob man da wirklich die Wärmelampe braucht und so. Aber ja, also natürlich, wenn ich ihn jetzt normal wickel und mache ich die nicht jedes Mal an, das ist Blödsinn. Aber gerade so früh nach dem Aufstehen wasche ich ihn ja immer und so. Und dann mache ich ihn nackig und gehe halt komplett mit dem Waschlappen einfach mal über ihn drüber. Oder auch nach dem Baden oder so. Also gerade wenn er nackig da liegt und halt auch noch ein bisschen nass gemacht wird durchs Waschen oder Baden, mache ich die grundsätzlich an. Weil ich sonst echt das Gefühl habe, dass er irgendwie friert oder irgendwas. Und das gefällt ihm auch. Also dann liegt er auch nackig da auf der Wickelkommode in dem Warm und ich schwitze mir schon einen ab, weil das ist echt warm unter dem Ding, ne? Und der Kleine liegt da und freut sich des Lebens. Also definitiv kann ich nur empfehlen, egal ob Sommer- oder Winterkind, schafft euch so ein Ding an. Und die kosten auch nicht die Welt, finde ich. So, das waren auch schon aus dem Wickeltisch-Video so die großen Sachen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu dem Still-Nicht-Still-Video. einfach die Utensilien, die ich halt so für die Fläschchen habe. Vielleicht gehe ich erstmal auf die Fläschchen drauf ein. Wir nutzen nach wie vor komplett und ausschließlich Philipp Avent. Ich habe zwar auch eine Twist-Shake-Flasche. Ich finde die Twist-Shake-Flaschen auch gut. Und der hat die in den ersten Tagen auch echt gut draus getrunken. Aber ich habe nur so einen XS-Sauger dafür und da kriegt er einfach nicht mehr genügend raus. Und ich dachte, wegen einer Flasche jetzt extra dann nochmal bestellen, weil die Versandkosten sind da auch relativ hoch, wenn man direkt bei Twist Shake bestellt. Und deshalb dachte ich, gut, dann eben nicht. aber wir kommen mit Avent super klar. Das ist jetzt eine kleine, mittlerweile nehmen wir die großen. In die kleinen mache ich gerne im Moment ein bisschen Tee, ein bisschen Fencheltee, wenn wir unterwegs sind. Weil er den kriegt, wenn das wirklich so extrem warm draußen ist, kriegt dann ab und zu mal einen Schluck Tee. Und ansonsten haben wir die, ich glaube 280 ml passen in die großen rein. Und wir haben immer noch den Einlochsauger. Also ja, damit kommt er auch noch gut zurecht und das ist okay. Ja, aber ich kann gegen die Fläschchen nichts sagen. Das funktioniert, die machen sich gut sauber und er nimmt die absolut ohne Probleme an. So, dann geht's weiter, Fläschchen sauber machen. Hatte ich euch in dem Still-Nicht-Still-Video, warum sage ich immer Still-Video, Nicht-Still-Video, Video, eine Fläschchenbürste gezeigt. Und zwar nicht diese. Ich hatte euch eine gezeigt, ich glaube, die war irgendwie von windeln.de oder so, hatte ich die, glaube ich, mal bestellt. Und auch so ein ganz günstiges Ding, dachte ich, reicht ja zu. Das war ein Fehler, weil die ist nach einer Woche Fläschchen waschen auseinandergefallen. Da ist hier oben das Ding abgegangen und auch der kleine Schrubber hier unten ist rausgefallen und ja. Wir benutzen mittlerweile eine von Baby Dream, die war jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, aber die ist echt, die macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Die verbiegt sich hier oben nicht, also weil die andere, wenn man dann richtig geschrubbt hat, dann hatte man so einen Knick in der Optik hier oben und die hat auch gerade, aber ich habe auch gerade dran. So. Die hat dann so einen Knick in der Optik hier oben und ja, das war einfach dann nicht so das Wahre.
Aber die von Baby Dream kann ich euch definitiv empfehlen. Gibt es bei Rossmann. So, und zum Saubermachen. Das hatte ich damals nicht gezeigt, aber gefragt, ob das notwendig ist. Und zwar Spülmittel direkt für Fläschchen. Ich habe das dann, nachdem mir eine Zuschauerin gesagt hatte, doch, es ist wichtig, weil Chemikalien und hin und her und bla, war ich dann im Rossmann und hatte mich dann umgeguckt und da gab es das von Nook und das von Frosch. Also die beiden gab es bei uns im Rossmann, mehr hatte ich erstmal auch nicht gefunden und habe mich dann für das von Frosch entschieden. Und zwar ist das Frosch Baby, Spülreiniger, kraftvolle Entfernung von Milch- und Essensrückständen, Hypoallergen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also das macht wirklich alles weg und diese Pulvermilchnahrung ist so hartnäckig. Also man tut ja auch nicht, gerade wenn wir unterwegs sind, kann man nicht immer die Flasche direkt irgendwie kurz mal ausspülen, sondern dann ist das halt vielleicht mal 2-3 Stunden in der Flasche noch drin, so ein paar Reste und dann klebt das richtig fest irgendwo und damit kriegt man wirklich jegliche Rückstände absolut super sauber und das riecht nach nichts, das riecht nicht irgendwie nach Chemie oder irgendwas und also ich bin begeistert, das ist absolute Empfehlung von mir, wenn ihr nach sowas auf der Suche seid, guckt mal nach dem Froschprodukt. So, und als letztes blende ich euch wieder ein Bild ein von unserem Sterilisator, weil dieses gute Stück ist bei uns im Dauereinsatz. Ich liebe ihn wirklich. Also ich sterilisiere tatsächlich auch alles. Ich sterilisiere die Fläschchen, ich sterilisiere die Schnuller, ich sterilisiere die Löffelchen. Also jetzt, er kriegt natürlich noch keine Beikost, aber zum Beispiel für die Bigaya-Tropfen, die wir gegeben hatten, haben wir es immer auf dem Löffelchen gemacht. Oder die Vegan-Toiletten löse ich immer auf so einem Löffelchen auf, die er bekommt. Und daher sind die bei uns halt auch im Einsatz. Wie gesagt, alles eigentlich. Selbst den Nasensauger, wenn ich den abgewaschen habe, sterilisiere ich. Und es macht sich einfach super und einfach nur einräumen, aufs Knöppel drücken und es macht alles von allein. Also bin ich echt begeistert und der läuft mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal am Tag bei uns. Und von daher hat sich diese Investition absolut gelohnt und ich hätte keine Lust, das immer alles irgendwie abzukochen und hin und her. Und nein, das wäre mir zu viel Aufwand. Deshalb Däumchen nach oben. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das an Produkten auch schon wieder. Wie gesagt, ich verlinke euch die 3 Videos, auf die ich mich jetzt bezogen habe, definitiv unten in der Infobox. Und ich gucke von den Produkten her, alles, was ich zusammenbekomme und alles, was ich irgendwo finde, schreibe ich euch auch in die Infobox. Also wenn ihr da irgendwie Interesse an irgendwas habt, könnt ihr ja gleich über den Link gehen. Das ist kein Problem und findet das alles. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, beende ich das Video auch an der Stelle. Ich rede schon wieder seit 23 Minuten fast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben oder ihr lasst mir sogar ein Abo da. Da würde ich mich freuen. Und wer immer up to date sein will, ich habe auch eine Instagram-Seite. Name und so steht alles unten in der Infobox. Also dort lohnt es sich immer mal vorbeizugucken. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.